YouTube, ich bin's mal wieder, euer Matze85LP. Wir machen da weiter, wo wir jetzt mal aufgehört haben. Der Helfer lasse ich jetzt durcharbeiten mit der Rapsernte. Das werden wir unseren eigenen Diesel produzieren. Ich muss selber mal gucken, wie weit wir hier waren. Gut, dann würde ich fast sagen, dann fahren wir schnell runter. Zu unserem Forstgebiet. Und hauen da noch ein paar Bäumchen um. Und ein bisschen Holz haben für die weitere Produktion der Paletten. Dann werde ich auch lang hin machen, dass wir endlich unseren Diesel in Gange haben. Und das erste Bier läuft. Das brauchen wir halt alles. Weil Bier ein bisschen mehr bringt als alles andere. Brauchen wir halt die Bier diesmal. Aber wir bringen jetzt einmal unsere Dieselproduktion in Gange. Was da ist, läuft. Naja, wir müssen halt weiterkommen hier. Die hat beendet. Die ist der Droscher. Na klasse. Wir müssen halt weiterkommen, dass wir uns endlich das nächste Feld holen können. Oder nächsten Feld, ja. Dass wir die nächsten Produktionen mit den Jungen behalten und wissen, dass nie ist. Das muss halt mitgemacht werden. Der Psyche gerade mit dem Ponzo um. Das ist unser Forstgebiet. Immer nach und nach die Bäume um. Wenn ich nur selber wüsste, wo ich mir meinen Ladewagen hingeschmissen habe. Fürs Holz. Da liegt unser Holz, was wir jetzt noch geschnitten haben. Paletten können wir nicht produzieren. Und ich glaube, die Maschine steht auch schon da. Jetzt noch? Wir gehen mal gucken. Na, eine Palette haben wir ja schon fertig. Sie produziert noch. Hackschnitzel haben wir. Brennstoff haben wir noch. 6 Kubik mehr da noch reichlich. Ne, das sind ja Paletten. Na gut, 5 Kubik Brennstoff. 38 Kubik Holz. Das läuft ja. Aber wir werden demnächst ummuscheln. Das Hackschnitzellager leer fahren. Dafür ins Brennlager reinfahren. Dass wir da ein bisschen gut ist das Brennstoff da haben, dass sie weiter funktioniert. Dass da wenigstens vernünftig lang hinläuft. Denn ich möchte wahrscheinlich die Fläche hier unten gleich mitnehmen. Die verbinden als eine Fläche. Dass wir hier die ganze Ecke als einen Acker haben.
Da die Produktion höher ist auf einer größeren Fläche als wir haben, als es kleiner, dann muss ich auch irgendwann mal das Autokombine drin nehmen, aktivieren, dass ich die Fläche runterbeißen kann mit den Abfahrern stellen etc. etc. Aber ich mache hier oben mal schnell das Vorgewende fertig, dass der Helfer sich nicht aufhängt hier wohl auch mal, wie sonst auch immer. Ich habe mir erlaubt, nebenbei noch eine andere Karte, die gleiche Karte nochmal einen neuen Spielstand zu machen. Auf der spiele ich jetzt ein bisschen voraus. Bisschen. Dann weiß ich ja ungefähr, was ich brauche. Ich habe jetzt so ungefähr auf der anderen Karte, da habe ich jetzt noch ein bisschen Forst nachgepflanzt und dies und das. Da will ich jetzt, dass hier in Fässern und. Kasten mehr bringt als wie die Bäckerei und Co. Aber die werden wir auch weiter füttern, dass wir da noch ein bisschen Einnahmen drauf haben. Müssen auch demnächst noch mal Rocken anfangen. Da haben wir dann nämlich die ganze Bäckereienjange Rocken, die erste Weizen. Und haben wir als alles darin. Dass da weiterläuft und ich produziere auch nebenbei noch vor und dies und das. Dass es hier wenigstens ein bisschen voranläuft. Denn soweit wie ich in Kenntnis bin, ist die letzte Folge am Dienstag. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dass ich so Ostern so viele Let's Plays rausgebracht habe. Ich bedanke mich auch für die ganzen Zuschauer, die bei mir immer wieder reingeguckt haben. Ja, die ganzen Kommentare, die ganzen Abos, die Ostern gekommen sind, dafür bedanke ich mich bei euch. Ich habe mich riesig drüber gefreut, dass doch so viele geguckt haben. Ich war mega stolz auf euch. Ich bedanke mich bei euch dafür. Es hat mich fast umgehauen. Das Osterwochenende, manche Tage, 120, 130 Aufrufe. Ich dachte, Ostersonntag war das Beste von euch. War mit weit über 200 Aufrufe da und ich bedanke mich dafür bei euch. Es hat mir ein bisschen das Osterfest zur Freude gemacht, dass doch so viele bei mir zugeschaut haben. Und für eure netten Kommentare, da bedanke ich mich auch. War mega freundlich von euch. Sowas hatte ich hier ehrlich bei euch, von euch ja nicht erst erwartet, aber okay. Danke, danke, danke. Ihr wart die Besten zu Ostern. Wir haben jetzt so Ostermontag, wo ich jetzt diese Staffel noch aufnehme und ich bedanke mich. Ich weiß noch nicht, wie wir heute gucken. Aber wo ich geguckt habe, da waren es auch schon wieder über 40 Leute, die heute geguckt haben. Ich bedanke mich dafür auch. Euch. Ist halt recht freundlich, dass ihr mich zuschaut.
Ich weiß es halt noch nicht, dass mich zu Ostern wirklich so viele zugeguckt haben. Das ist re recht freundlich von euch. Oh, eine andere Sache, die mich stört jetzt von YouTube her. Die scheiß die Werbungsschaltung. Die haben das hochgenommen. Kurz vor Ostern wirklich auf 10.000 Klicks. Naja. Macht halt nicht solche Freude. Wenn man sowas kriegt, kurz vor Ostern, dann kommen die Klicks. Ist halt schon ärgerlich. Von YouTube her. Was soll man machen? Wie gesagt, die haben jetzt YouTube hochgenommen. Für ein Video 10.000 Klicks. Und wer schafft die denn? Begründung: YouTube möchte euch mehr Filme zeigen. Aber glaube ich eher nicht dran. Ich denke mal, YouTube will wir mehr eigene Tasche fahren. Das ist halt ärgerlich von YouTube diesmal. Also ärgert mir jetzt auch ein bisschen. Aber was will man dagegen machen? Wenn ich jetzt keine Filme mehr hochstelle, da geht ja lieber zu anderen, dauert ihr mich ja lieber zu anderen YouTuber ab, die das noch machen. Mir kommt es nämlich bald so vor. Von YouTube her, das jetzt ist aussortieren von dass die großen YouTuber mit den meisten Abos und die kleinen auf der Strecke bleiben. So kommt es mir vor. Ich denke mal, so werden auch andere denken. Das ist halt schon solche Scheiße. Da hat sich wirklich YouTube einen großen Fehler erlaubt. In meinen Augen großen Fehler. Wo die Kleinen bestraft werden und die Großen kommen auch mit dem blauen Auge davon kommen. Oh, was will man da machen? Wie gesagt, wir kleinen YouTuber können da nichts gegen machen. Ist halt schade. Wie gesagt, ich hatte eigentlich die Werbung mit drin genommen, dass ich für euch Spiele holen könnte. Aber das hat ja YouTube jetzt gerade im Wind erschossen. Mit den Werbeeinnahmen wollte ich euch eigentlich die neuesten Spiele holen und dies und das und jenes. Wie ist das Webcam? Dafür holen mit. Aber unterm Strich hat YouTube jetzt eine voll nicht gegriffen, aber naja. Mal gucken, wie sie YouTube jetzt weiterentwickelt. Wie sie weiter machen. Das weiß ich halt nicht. Ob die jetzt die anderen zurückziehen. Da steht halt auch eine Stern.
Aber das ist wirklich schade, dass die Kleinen bestraft werden und die Großen mal wieder mit dem blauen Auge durchkommen. Aber nichtsdestotrotz werde ich mein Lieblingsspiel Spielzeug wieder in die Gänge bringen. Den Harvester. Wenn auch die Bäume hier umschmeißen. Dass wir noch ein bisschen Produktion haben. Dass wir den nebenbei noch, wie ist es, mehrere Produktionsstätten in die Gänge kriegen. Dass die wenigstens weiterläuft hier. Dass ich euch noch ein bisschen was zeigen kann. Wir werden jetzt mal einen großen Vorrat anlegen an Paletten. Dass es hier weiterläuft wenigstens. Dass wir wenigstens noch ein bisschen, wie ist das, Produktionen haben. Wir müssen halt noch mächtig viel an Paletten nachholen, die wir ja gar nicht haben. Wir müssen auch nebenbei noch ein neues Forstgebiet nachpflanzen, dass wir ein paar Bäumchen haben. Wir müssen auch Vorrat produzieren hier. Denn ich weiß nicht, wie lange ich hier auf der Karte bleibe. Und Jan Spaß. Aber ich sehe gerade, unser Part ist wieder zu Ende. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze85LP. Tschüss.